So, ein nettes Plätzchen für mein Video gefunden. Ich bin an meinem letzten Ort angekommen, der Chardam-Rundreise hier im Norden bzw. Nordosten von Uttarakhand. In dem Ort, wo ich mich jetzt befinde, der heißt Yamunotri. Ist so benannt nach dem Yamuna-Fluss, der hier unter mir fließt. Ein ebenso heiliger Fluss wie der Ganges, der natürlich noch heiliger ist. Yamuna ist aber der zweitheiligste Fluss. Der entspringt hier weiter oben in den Bergen. Und ja, ich habe das hier als letzten Punkt ausgewählt, weil es einfach besser gepasst hat. Yamunotri ist normalerweise der Anfangspunkt, wenn man traditionell diese Chardam-Rundreise macht, also diese Rundreise zu den vier heiligen Hindu-Pilgerorten hier in den Himalaya-Bergen von Uttarakhand. Ja, die Götter mögen mir verzeihen, dass ich das hier andersrum gemacht habe, aber es hat halt besser gepasst. Und dieser Ort liegt hier auf knapp über 3100 Meter. Ab hier verbringe heute meine zweite Nacht hier. Der Ort ist ziemlich klein im Vergleich zu den anderen drei Orten. Das ist hier so der kleinste und ruhigste Ort, kann man sagen. Der auch der untouristischste Ort. Hier kommen wahrscheinlich die wenigsten Pilger von allem hierher. Hier gibt es nicht so diese vielen Mega-Shops mit diesen ganzen touristischen Artikeln und so weiter. Dafür gibt es ja aber Internet- und Telefonempfang vom Handy, das ist natürlich super. Also Internetcafés nicht, aber Empfang vom Telefon, das ist schon mal super. Aber nicht der ausschlaggebende Punkt. Ja, der Ort ist recht klein, recht gemütlich, bietet jetzt nicht so super viel. Ist aber halt nicht so überlaufen und liegt halt auch wunderschön hier umrahmt von Bergen. Und was man hier macht, ist halt diese 5 Kilometer Wanderung bergauf. Da hinten geht es hoch und schlängelt sich dann da in die Berge. Das ist auch die einfachste Wanderung von allen, die ich eigentlich hier gemacht habe. Die war relativ gemütlich. Die 5 Kilometer sind relativ schnell vorbei. Unterwegs gibt es immer wieder Stände, um sich zu verpflegen. Essen und Getränke. Auch hier gibt es so einen Muli-Service, also Esel-Gepäcktransport. Wer es braucht, kann sich da auch hochbringen lassen. Aber die Wanderung ist wirklich nicht schwer. Da ist man ruckzuck oben. Und ja, die ist halt in der Nähe von der Quelle des Yamunas, dieser Tempel. Ein ganz kleiner, unscheinbarer Tempel. Drumherum so viele Stände und Verpflegungsstände auch. Und da gibt es heiße Quellen unterhalb des Tempels, wo die Leute drin baden, bis zu 40 Grad heiß. Ich bin jetzt nicht reingegangen, aber weil war einfach viel zu voll mit Inder da drin. Aber viele gehen halt da rein, baden in dem super schönen warmen Wasser, aber ansonsten ist es hier natürlich relativ kühl, gerade nachts auf über 3000 Meter. Und ja, der Tempel ist der Göttin Yamuna gewidmet, wie der Fluss halt auch heißt. Genauso wie der Ganges der Göttin Ganga gewidmet. Und dort oben wird Yamuna halt angebetet. Gibt so einen kleinen heiligen Schrein, auch die üblichen Zeremonien. Und in dem Nachbarraum steht halt auch nochmal eine kleine Figur von Yamuna und von Ganga. Da sind die beiden Mädels dann vereinigt, die beiden Gottheiten der beiden heiligsten Flüsse von Indien. Ja, da kann man sich ein bisschen umschauen. Da kriegt man auch so eine kleine Mini-Führung vom Priester, wenn man will, gegen einen kleinen Taler. Und ja, schaut sich ein bisschen um, geht da ein bisschen in die Shops und kann dann noch so ein bisschen weiter wandern nach oben, den Flussverlauf entlang. Das wird dann nachher bis zum Wasserfall, aber nochmal eine so schöne Aussicht, da sind so mehrere Quellen, die aufeinandertreffen. Es gibt auch noch so einen weiteren Wanderweg, den sollte man aber nicht zu weit gehen, weil dort wimmelt es von gefährlichen Bären dort oben. Ja, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ja, das ist eigentlich soweit fast alles, denn ein Highlight gibt es noch. Da unten ist ja die Stadt und auf der anderen Seite seht ihr nicht, da geht es noch so ein bisschen 20 Meter höher. Da liegt das kleine Örtchen Karsali, ein kleines Dörfchen. Und das war echt so ein Highlight. Die Berge und alles sind natürlich wunderschön, aber ich bin jetzt schon eine Weile in den Bergen, dass es jetzt nicht mehr so etwas Besonderes ist. Aber dieses kleine Dörfchen Karsali hier oben, das ist echt wunderschön, ganz, ganz urig, so stelle ich mir so ein autarkes kleines Dörfchen vor mit ganz vielen verschiedenen kleinen so Holzhüttchen, Holzverschlägen und richtig urigen Einwohnern, die hinter, da gibt es eine wunderschöne Feldlandschaft, wo sie ihre Gemüse und ihre Kartoffeln und was weiß ich alles anbauen. Superschön, ganz friedlich, gemütlich, ganz ruhig. Man denkt wirklich, das ist so das Paradies auf Erden. Hier will man einfach mal ja, so einen Lebensabend verbringen oder so. Ja, da gibt es auch so einen ganz urigen Tempel, der sieht aus wie so ein hoher Turm, wie so ein Speicher, wo man irgendwie Heu oder irgendwas stapelt, so gemischt aus Holz und
Stein richtig hoch und das ist aber halt ein Tempel, uralt. Keiner weiß, wann der gebaut wurde. Aber der Dorfälteste weiß es wohl, aber der ist schon Mitte 80. Weiß nicht, ob der noch so zurechnungsfähig ist, aber dieses Dorf ist wirklich urgemütlich. Man macht hier einen kleinen Spaziergang die Straße hier hinauf. Das sind bloß 500 Meter von dort unten bis hier oben zu dem Dorf und schlendert da so ein bisschen lang. Das ist eine unglaublich harmonische, friedliche, familiäre Atmosphäre in diesem Dorf. Also das, für mich war es jetzt irgendwie das Highlight, weil es ist der Kontrast zu allem anderen, was ich bisher hier in Indien erlebt habe. Super schön. Ja, Yamunotri. Ich denke, das ist es soweit. Ach ja, ein Hubschrauber. Flugplatz, Helipad gibt es auch hier, diese Chardam, diese vier heiligen Städte, die ja hier verteilt liegen, in dem ja nicht so großen Bundesstaat Uttarakhand. Aber die Wege sind halt unglaublich lang, weil man mit super 20 km/h hier immer lang fährt und 100 Kilometer Fahrtweg dauern dann hier mal irgendwie 6-7 Stunden immer. Man ist wirklich tagelang unterwegs, genauso länger fast als man in den Orten ist, ist man unterwegs mit Bussen und muss irgendwo nochmal zwischen übernachten. Deswegen gibt es auch so Hubschrauber-Verbindungen, die einzelnen Orte miteinander verbinden halt, was halt viel, viel schneller geht, natürlich auch viel, viel teurer ist, natürlich auch nicht so ökologisch ist. Aber um an diesen Ort zu kommen, war es halt auch, ich musste einmal zwischen übernachten von Gangotri hierher in Uttarkashi und also echt lange Wege und die Busse sind ungemütlich und die Serpentinstraßen und wird einem schon immer mal so ein bisschen übel. Und ja, also es ist auch schon eine Planungssache, um diese heiligen Städte hier zu besuchen und andere Highlights in Uttarakhand. Ja, für mich war es das jetzt mit den heiligen Städten der Chardam Yatra und ich werde jetzt noch ein bisschen zurück in den Südosten, ins Flachland von Uttarakhand fahren und dann mich weiter aufmachen nach Himachal Pradesh. Schönen Abend.